Harald Walser von den Grünen war als nächster Redner am Wort. Worum geht's? Es geht also um die Enteignung. Wie es ausschaut, bis auf fraktionslose Abgeordnete, sind wir alle inzwischen dafür. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass man nach vielen Jahren dieses Haus ins Eigentum der Republik überführt, wiewohl uns allen nicht wohl ist dabei, weil Enteignung schon ein Vorgang ist, der nur sehr bedacht, mit großem Bedacht vorgenommen werden soll. Das Geburtshaus als solcher, und ich meine, das zu vergleichen mit der Höhle, in der Zeus angeblich geboren ist, oder mit dem Geburtshaus von Mozart und da vom Mythos zu sprechen, also Herr Kollege, ich meine, das ist so absurd, aber lassen wir das. Ihr ehemaliger Präsidentschaftskandidat ist ja ganz offensiv für den Abriss des Gebäudes eingetreten. Das habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Ich glaube, es geht darum, in diesem Zusammenhang diesem Haus den Mythos zu nehmen. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Herr Minister, da ist Ihre Vorgangsweise in den letzten Monaten nicht sehr professionell, jedenfalls nicht sehr kommunikativ gewesen. Sie haben unser Gesprächsangebot schlicht ausgeschlagen. Das wollten Sie nicht, das nehme ich als Oppositionspolitiker zur Kenntnis. Aber das, was mir aus Braunau berichtet wird, wo ich mit ÖVP-Stadträten gesprochen habe, die sagen, keine Kontaktaufnahme erfolgt. Im Geheimgang mit dem Bürgermeister das durchgeführt, der wiederum seine eigenen Leute nicht informiert hat. So kann man an dieses Problem nicht herangehen. Da ist schon eine öffentliche Kommunikation notwendig. Und das eine sollte uns klar sein, wie auch immer wir dazu stehen, was mit dem Haus jetzt geschehen soll, wie auch immer wir da Meinungen haben. Schlussendlich muss Braunau mit diesem Problem fertig werden und schlussendlich müssen wir offensiv mit den Verantwortlichen in Braunau kommunizieren und dann das akzeptieren, was dort entschieden wird. Das Haus ist ein Mythos und ich warne davor zu glauben, dass eine schlichte Umbenennung oder der Versuch, da irgendetwas anderes zu deponieren und andere Funktionen in dieses Haus zu bringen, dass uns das in irgendeiner Form weiterbringt. Ja, ich warne davor, dort eine Gedenkstätte, dort irgendeinen historischen Bezug herzustellen. Wir haben da Erfahrungen. Wir wissen beispielsweise, wie das am Obersalzberg, was da sich abspielt, wo waschkörbeweise NS-Devotionalien jeweils weggetragen werden müssen, weil die Ewiggestrigen und diejenigen, die heute sich damit identifizieren können und wollen, dort Blumen, Abzeichen und Sonstiges niederlegen. Wir kennen die Situation an der Wiener Universität mit dem Siegfriedskopf. Auch dort ist es nicht gelungen, diesem Ort den Mythos zu nehmen. Obwohl es Versuche gegeben hat. Ja, ich weiß schon, Sie waren jetzt da nicht gerade unbedingt auf der Seite, auf der ich wäre. Herr Minister, Sie haben eine Historikerkommission einberufen. Das Interessante ist, die Stadt Braunau macht dann ihrerseits wieder mit einer Historikerin eine eigene Veranstaltung, ein eigenes Konzept. Da gab es keine Kommunikation. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen und es ist sehr schade, dass Sie das nicht gemacht haben. Wenn ich die Erläuterungen hier kurz zitieren darf, die ganz eindeutig dahingehen, dass auch eine vollständige Beseitigung des Geburtshauses im Raum steht. Ich würde das zumindest diskutieren mit den Verantwortlichen in Braunau. Uns muss klar sein, das große Ziel ist, diesem Ort seinen Nimbus zu nehmen. Das große Ziel muss sein, dass wir Nazitourismus dorthin unterbinden. Und es ist nicht nur der Kollege Buchmeier, Herr Rosenkranz, der das festgestellt hat, sondern es sind schon alle, die ich aus Braunau kenne, die darüber geklagt haben, was sich dort im Umfeld vor allem des 20. Juli, hat ja nicht gesagt, dass das ständig der Fall ist, sondern er hat vom 20. April, ja, Sie kennen sich da gut aus, in diesem Zusammenhang am 20. April abspielt.
der 20. Juli, Sie wissen, hat eine andere Konnotation. Aber lassen wir das da. Ich bin überzeugt, Sie sind da auch diesbezüglich für Diskussionen offen. Also, wir wollen das wegbringen, Herr Minister, und ich hätte von Ihnen schlussendlich auch gern einen Plan B, nämlich was tun Sie, wenn das nicht gelingt? Eine schlichte Umbenennung könne dem Hitlerhaus nicht seinen Mythos nehmen, sagte Harald Walser von den Grünen. Er warnte davor, irgendeinen historischen Bezug zu dem Haus herzustellen.